Das Oppo Find X3 Pro ist ein sehr, sehr schönes Stück Technik. Ich würde persönlich sogar so weit gehen und sagen, dass das hier eines der meiner Meinung nach schönsten Smartphones ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Denn nicht nur hat es eine sehr angenehme Größe, also vor allem von der Breite her, sondern es hat auch eine mattierte Rückseite, die Fingerabdrücke sehr, sehr gut versteckt. Also man sieht hier quasi nie Fingerabdrücke drauf, was mir natürlich auch das Filmen ein bisschen einfacher macht. Aber es versteckt auch das Kameraelement, denn die Rückseite ist aus einem Stück gegossenem Glas und curvt sich hoch zum Kameraelement. Und Oppo nennt das die Impossible Curve. Und ich habe sowas persönlich noch nie gesehen und ich finde, es sieht einfach unfassbar gut aus. Es wirkt halt irgendwie natürlich und das finde ich irgendwie cool. Was auch richtig cool ist, ist das Display auf der Vorderseite. Wir haben nämlich ein 6,7 Zoll großes Curved LTPO OLED Display mit 1300 Nits maximal Helligkeit, eine Auflösung von Quad HD Plus und 10-Bit Farbtiefe. Dazu gibt es 120 Hertz variable Bildwiederholrate und ich finde, das Telefon sieht also von hinten wunderschön aus, es sieht auch von vorne wunderschön aus und es ist auch geschützt durch Gorilla Glass 5, das heißt, es sollte auch relativ viel aushalten, also sehr kratzfest und auch sehr bruchfest sein. Ich sag mal einzig vielleicht das abgerundete Display, also die Curve an der Displaykante ist vielleicht nicht für jeden was, da hat ja jeder so seine Präferenz. Aber ich finde das Gerät unglaublich schön, ich finde es liegt richtig gut in der Hand und es ist auch mit 193 Gramm nicht zu schwer für die Größe. Dazu gibt es einen Fingerabdrucksensor im Display, was will man mehr?